Luisenberg ist eigentlich eine riesige grüne Chill-Out-Zone, ziemlich stadtnah. Und als solcher dazu bieten eine verdammt große Pflanzen- und Tierwelt. Also wir haben einen Pflanzenschauhaus zum Beispiel, wo es aussieht wie im Dschungel. Also haben wir subtropischen und tropischen Bereich. Wir haben ganz viele Tiere, angefangen bei Pinguinen, über Flamingos. Wir haben einen Kaiman, also eine Krokodilart. Das Besondere ist eigentlich, dass man bei uns, wie unser Slogan auch schon sagt, alles im grünen Bereich hat. Ja? Also wir haben Kultur, wir haben Natur, wir haben Tiererlebnisse, wir haben für Kinder Spielplätze. Man kann halt hier im Grunde den ganzen Tag verbringen, von morgens um 9 bis abends um 12. Man fliegt ja hier auch nicht raus, man kann jederzeit raus, man kann die ganze Nacht hier verbringen, im Gras schlafen. Ich denke einfach die Vielfalt im Luisenpark. Einmal diesen zoologischen Bereich, dann den großen gärtnerischen Bereich und aber auch Veranstaltungen verschiedenster Art. Also mir macht am meisten Spaß die Arbeit mit dem Tier ganz direkt im Tiertraining, sei medizinisch gesehen oder auch einfach um Tieren was beizubringen, kunstige Tricks. Und eben dann auch die Aufzucht der Jungvögel jetzt bei mir im Vogelrevier. Für mich persönlich das Schönste ist, Gondoletta zu fahren. Wir sehen es hier hinten, die gelben Bötchen. Es ist einfach total gechillt. Man setzt sich da rein, macht nichts und man gleitet in so einem Tempo, das man eigentlich vom täglichen Leben überhaupt nicht mehr gewöhnt ist, nämlich langsam. Und ab und zu, man fährt halt vorbei, man kann das so vorbeifließen lassen. Ich finde es super. Gondoletta fahren.